Ich bin Lori Kollontai und ich habe die kurdische Bewegung durch einen Vortrag an der Universität kennengelernt. Und ich habe mich damals eingesetzt, dass dieser Vortrag stattfindet, weil die Universität hat den Vortrag verboten. Und ich habe noch nie was von Rojava gehört, aber wenn die Uni dagegen war, dann bin ich dafür. So war meine Haltung damals und so ist sie immer noch. Das sind, glaube ich, verschiedenste Punkte. Ganz persönlich war es tatsächlich der Punkt der Kultur und die Widerständigkeit von Kultur. Denn gerade in Deutschland oder in Europa sind die kulturellen Bewegungen, die Traditionen was sehr Verpöntes und nicht viele Menschen wollen darüber sprechen oder finden das irgendwie revolutionär. Und Abdullah Öcalan, Rebe Apo schreibt aber darüber auch, wie viel Kultur auch an Widerstand und an Tradition bedeutet. Und für mich persönlich war das so auch mein Ausgangspunkt, wieso ich mich mehr damit beschäftigt habe und dann die Philosophie auch näher verstehen konnte und die Schönheit eben auf die Welt zu blicken und nicht nur auf das, was wogegen man ist, sondern vor allem wofür und eben für die Schönheit der Menschen, für die Schönheit der Natur, des Lebens und dafür eben dann auch zu kämpfen und so habe ich die Bewegung auch kennengelernt immer. Jetzt gerade in der Zeit, wo wir so viele Krisen sehen, ist natürlich sehr groß. Einerseits, dass wir hier mit so vielen Internationalistinnen aus der ganzen Welt zusammenkommen, bedeutet einfach schon ganz schön viel und wir alle eben stehen für die Freiheit von Abdullah Öcalan, für seine Ideen. Und es gibt ja nicht nur diesen langen Märsch, sondern es gibt ja in ganz Europa, in Kurdistan, in Baku, finden eben lange Märsche gerade statt. Und ich glaube, gerade jetzt, wo eben die Totalisolation schon 3 Jahre ist und wir von Abdullah Öcalan bisher noch nichts gehört haben, ist es umso wichtiger und bedeutsamer, auch jetzt auf die Straße zu gehen, zu marschieren und eben für seine Freiheit einzustehen. Ja, und zum Paradigma, ich habe ja schon ein bisschen was davon erzählt. Ich glaube, so als Ausgangspunkt eben hier auch Frauenbefreiung, radikale Ökologie, Frauenbefreiung, Basisdemokratie und Ökologie zu sehen, ist natürlich sehr relevant. Vor allem jetzt gerade, wo die Staaten versuchen, eben ihre Vormachtstellung zu behalten. Und genau vor allem als Frau hat Abdullah Öcalan natürlich eine große Bedeutung, auch eine Rolle darin. Denn er hat sich immer für die Frauenbefreiung eingesetzt, für die Frage der Frau und eben auch für die Freiheit der Frau, um eben auch die Freiheit der Gesellschaft eben zu erwirken. Und genau dafür steht Rebe Apo auch in seinem Paradigma, eben für die Freiheit der Frau und für die Freiheit der Gesellschaft. Es ist wichtiger, als etwas zu tun, also gerade jetzt das Stillschweigen eben zu brechen und zu sagen, so seine Ideen sind überall, sind in jeder Person von uns, sind allgegenwärtig und es ist nicht nur eben die physische Freiheit von Öcalan, sondern auch eben seine Ideen werden dort verboten, auf die wir uns aber alle auch beziehen. Also deswegen ist es umso wichtiger, eben einen Ausdruck zu finden darin, sei es eben hier jetzt auf dem Langen Marsch, sei es in Form von von Vorträgen, sei es in Form von Nachbarschaftsarbeit, einen Ausdruck zu finden, seine Philosophie weiterzutragen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als nichts zu machen. Also wir müssen rausgehen mit seinen Ideen und genau diese Totalisolation auch brechen in uns. Und das möchte ich gerne allen mitgeben.